Geschützbasis. Genauer gesagt, eine Co-3-3-Geschützbasis. Die Elgas benutzen sie für Präventivschläge. Wir könnten sie umgehen. Könnten aber auch mittendurch marschieren. Unser Ziel ist, die SD-Plattform zu erreichen und zu verhindern, dass die Erdflotte vom Himmel geholt wird. Wir umgehen sie. Captain Templer, Sie sagten vorhin, dass unsere Chancen es, durch die feindlichen Reihen zu schaffen, zwischen gering und null lägen. Vielleicht könnten wir die Chancen verbessern, wenn wir hier für ein wenig Aufregung sorgen würden. Ein verwirrter Feind kann leicht ausgeschaltet werden, wie jeder Killer weiß. Oh, da gibt mir der weise Mann also recht. Ist ein Anfang. Mit genug Zeit kann selbst ein Affe so schreiben wie Shakespeare. Ihr seid beide einer Meinung. Gewöhnt euch dran. Wir greifen die Geschützbasis an. Los geht's. Was zum Teufel ist ein Shakespeare? Ja, Leute, und damit geht es weiter mit Let's Play Killzone HD. Shakespeare, wer ist denn das? Der ist so unwichtig. Ja, ihr merkt schon, ich bin es wieder, euer Smuffix, und mit dabei natürlich unsere guten Freunde Templar, Lugor, Hagwa und natürlich wir spielen Rico. Und Rico und Hagwa, glaube ich, werden nicht so die besten Freunde, oder? Ne, ich glaube jetzt eher nicht. Ja, immer mal sind sie einer Meinung. Da ist schon Templar schon ein bisschen weg. Naja, Leute, wir wollen immer noch, eigentlich hat es Templar gut zusammengefasst. Wir wollen verhindern, dass die Erdflotte vom Himmel geblasen wird von den SD-Waffen, und deswegen müssen wir diese erstmal deaktivieren oder zumindest wieder umprogrammieren. Und ja, deswegen müssen wir zur Festung. Aber da, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Luger, wenn wir nicht zurückkommen, seid ihr, du und Haka, von hier an auf euch allein gestellt. Dramatisch. Ich dachte, der sagt jetzt noch ein bisschen mehr. So, gut. Dann machen die das mal und ich stürme hier in die Basis wie der größte Top und töte. Verdammt, ich habe den falschen Charakter genommen. Ich wünschte, ich hätte einfach Lugo gespielt. Weil wenn ich Lugo gespielt hätte oder Hagwa, hätte ich jetzt einfach wunderschön vorbeigehen können. Hätte er gehört, wie Templar und Rico sterben. Aber nee, ich nehme natürlich Rico. Ach, ich muss echt da tun lernen. Es ist immer am besten, Lugo zu spielen. Ist cool. So, immerhin haben wir eine gute erhöhte Position und können uns immer hincampen. Und wenn wir keine Lust mehr haben zu schießen. So, gut. Was haben wir? Wir haben einen Granatwerfer, glaube ich. Und unser MG. Super. Also das MG ist gut. Der Granatwerfer bringt das auf die Distanz gerade sehr wenig. Aber naja, also ich würde sagen, es ist Zeit runterzugehen. Oh, das nervt mich. Die verstecken sich alle da hinten. So. Weggepotzt. So, ich mach kurz den Ton ein wenig leiser. So, jetzt passt es. Und ich werde natürlich dabei beschossen. Ist ja klar. So. Hey. Jetzt schießt gar nicht mehr auf mich. Jetzt, wo ich hier reagieren konnte, jetzt schießt gar nicht mehr auf mich. So. Also, was jetzt? Falsch. Na, fortsetzen, komm. Jagen Sie die Raketenwerfer-APCs in die Luft, dringen Sie in die Feuerbasis ein und begeben Sie sich zur ISA-Festung. So, ISA-Festung ist unser Hauptziel. Dringen Sie in die Feuerbasis ein, das ist da. Und, jagen Sie die Raketenwerfer der APCs in die Luft. Oh nein! Scheiße, da gibt es jetzt wieder Panzer. Och, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Oh nee. Ich will Lugo spielen. Lugo ist cooler. Okay. Kein Hellgast? Kein Hellgast. So, okay. Ne, ich glaube, hier geht's lang. So, gut. Ich habe jetzt hier wirklich Angst, dass hier so ein Panzer vor mir hinter mir steht, oder? Ja, es muss ja nicht mal ein Panzer sein. Es muss nur einer von diesen Elite-Typen sein, wie Rico so schön gesagt hat, irgendwie vom Papa, die aussehen wie Hagwas Babi. Wer von im zentralen Komplex von dem Bunker aus kontrolliert wird. Okay. Hier? Da? Keine Ahnung. Zumindest, das war echt gut. So, das. Elganiana. Und, ja. Die sehen schon irgendwie wie Hagwas Mami. Also, schlechter Raum. Ganz schlechter Raum. Jetziges Rotauge! Bam! Alter, was hat der mit dem MG getan? Wo hat der das dem reingesteckt? Ich möchte das gar nicht wissen. So. Nein, keine Versteckung. Sag Gesicht. So, habe ich jetzt... Ich habe da irgendwas gerade gemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. So. Irgendwas habe ich gedruckt zumindest. So, gut. Drucken ist nicht schlecht. So, da kommt die Versteckung. Aber solange ich mir einen kleinen MG habe. Oh, scheiße, ich habe mit meinem MG noch so einen Schuss. Ich will, dass sich die Munition nicht automatisch zwischen den Leveln auflädt. Also zwischen diesen Leveln. Nee, das eine sind ja Kapitel und Leveln. So.
Gut. Das Level. Ich bin ja auch so einer. Das Level. Es gibt Level und es gibt Level. So. Irgendwas Gutes, glaube ich, habe ich gemacht und jetzt Einsatz hier erreicht. So. Okay, vielleicht auch nicht. Weil irgendwie wahrscheinlich hätte ich schon diese Panzer da kaputt machen müssen, aber ich habe keine Ahnung, wo die Panzer auf sich befinden. Alter, Elite-Einheit, du Sackgesicht. Oh, halt nie mal viel aus, besonders von dieser Kackwaffe. Da rein. Kann ich da nicht? Mit irgendwas. Ah! Warum haben die eigentlich mit dem MG nicht auf uns geschossen? Naja, dann wären wir es tot. So. Elite-Einheit. Schaut euch das mal an! Also, die Hälfte der Schüsse treffen zwar nicht, aber trotzdem. So. Templer schreit. Das ist auch so ein kleines Mädchen. So. Sind auch noch Kugeln! Das muss ein Mann werden! Kugeln stören nicht! Das war für mich nur wie eine sanfte Massage. So. Kann ich mir das MG irgendwie von dem Typen klauen? Super. Wo ist der Typ? Ah, nee, der hat wahrscheinlich nur ein normales Sturmgewehr. Ach so, da ist ja noch einer. Komm. Headshot ihn. Jetzt verliere ich aber ein bisschen sehr viel Leben. Komm. In das Haus rein. Oh, der kleine Bunker ist cool. Ach, das wird mein neues Zuhause. Da kommt ein kleines Bild hin. Da kommt das Bett hin. Da kommt der Schrank hin. Und da ist das fette MG, mit dem wir alle böse Ungeziefer wegkommen. So, apropos böses Ungeziefer. Na, wie geht's dir so, Templer? Waren wir zart. Du bist natürlich das Ungeziefer, von dem ich rede, du hässiges Sackgesicht. So, Schalter. So, ich glaube, das war gut. Aber davor gehen wir jetzt erstmal noch in das Haus rein. Oder Bunker. Na, ist nur ein Bunker. Natürlich ist er kein MG, weil ich wette, da hätte man noch ein paar Gegner getöten können. Na egal, so. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt irgendwas schon übersehen habe. Also diese APCs sind ja so, also Humvees, glaube ich. Wenn mir nicht ganz irre. Ich frage mich, ob ich die jetzt so übersehen habe, oder. Oh. Was ist da hinten? Oh nein. Das sieht mir ein bisschen sehr, jetzt zu sehr nach Schützengräben aus. Nee. Also nicht so, was ich von. Spawnt da einfach mal auf mir! Spawnt auf mir! Also hätte ich jetzt nicht das Sturmgewehr, nicht das MG angelegt gehabt, dann wäre ich jetzt schon tot. Die spawnt da einfach. Zu zweit auch noch. Schönes Pärchen. So. Ah! Da, ah! Also APCs? Ach so, Raketenwerfer-APCs. Okay, APCs sind diese normalen Humvees. Und das sind die Dinger da. So, was muss ich da machen? Oh. Wo kommen die denn her? Blicke ich jetzt aber auch nicht. Ich dachte, die sollen sich verziehen. Na ja, egal. Guck mal drauf. Ja, dann wohin? Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ich werde den explodieren, dass ich sterbe und muss alles nochmal neu machen. Den einen oder anderen beim Hellgas-Kommando aufhorchen lassen. Zeit zu verschwenden. Ja, sehr gut. Also, ich folge denen jetzt, gell? Ich glaube, das ist eine ultra schlechte Idee. Jetzt wissen sie, dass ich da bin. So, das ist schön. Da freue ich mich natürlich unglaublich, dass sie jetzt wissen, wo ich bin. Die Frage ist aber jetzt, wo es lang geht. Also, ich folge gerade Templer und Templer. Der Sack bleibt da verstehen. Das war doch so klar. Okay, also, es geht hier schon weiter. Aber ich dachte jetzt echt, der bleibt jetzt einfach stehen. Weil ich bin nicht mehr wirklich geworden. Ich dachte, ja, gut, ich bleibe stehen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So. Bup. So, machen wir gleich nochmal. Ja, komm. Ja, Rambo-like. Oh nein, kein Rambo mehr. So, ich will hier mal meinen Sekundärfeuer auspacken. Bam. Ja klar, wenn alle tot sind, dann rufen sie Verstärkung. Mich das Ding töten? Kann ich mich da reinhocken? Wenn ich mich da reinhocken kann, dann ist das Spiel geil. Yes! Oh, Leute. Kommt! Ach, das ist ja. Ah, okay, das ist ein Flug. Ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer-Ding. Na, ist auch geil. Kann ich auch gucken. Komm. So, zusätzliches Einsatzziel. Schließen Sie die Landungsboote. Boote? Hä? In welche Richtung bitte?
Ich glaube von da hinten. Ich erkenne es jetzt auch nicht so richtig. Ich glaube, das Ding kann nicht mehr überhitzen. Ach so! Ah. Okay. Ich weiß, was sie gemeint haben. Will ich mal down gehen? So. Down, 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 down. Ach, das Ding geht nicht down. So, kein Bock mehr. Oh. Sorry, Templer. Wollte ich nicht. Und treffen die mich eigentlich die ganze Zeit? So, down, 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 down. Was war da mich jetzt ab? Also, langsam regt es mich auf. So, ach so, von da. Komm, die kleinen Helgas auf. Aber ich habe mein kleines stationäres SMG. Jetzt können wir spielen. So, ich ball einfach mal das Ding ab. Weiter. Das muss doch auch mal kaputt gehen. Ich meine halt. So, 4x4x4. Auch schön. Keine Ahnung, was das ist, aber egal. Ich schieße jetzt einfach mal auf das Ding drauf. Weil, also ich meine, das ist ja logisch. Wir haben ja hier ein Flugabwehrgeschütz oder sowas in der Art zumindest. Dass wir damit Flugzeuge abballen, ist ja irgendwie logisch. Die Helgas, an die komme ich eh nicht vernünftig ran. So. Jetzt ist, muss doch down gehen. Down! Ey, also in dem echten Krieg über ein MG so zu fliegen, ist ja auch Suizid hier. So, dann baller mal halt die Helgas ab. Oh, ist das ein Helgas oder? Oh. Wartet. Schießen Sie die Landungsboote ab? Ja, ich schieß doch auch. Egal. Dann machen wir halt ein bisschen Moorhuhn hier. Moorhuhn. So, gut. Einfach mal ein bisschen drauf, also ich meine, warum denn nicht? Aber was anderes können wir auch echt nicht machen. Vorgehen, also es wäre selbst mal, weil die schießen ja auch die ganze Zeit. Man sieht ja, unsere Kameraden bluten ja die ganze Zeit. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das irgendwas bringt. Oder ob ich einfach die ganze Zeit daneben schieße. Das ist natürlich auch eine Option. Oder sind hier vielleicht noch Helgas, die wir töten müssen? Nee, sonst würden unsere Teamkameraden irgendwas machen, oder? Ja, oder auch nicht. Sind sie weg? Oder? Alter, ich verstehe das Spiel nicht. Da ist es. So, ich glaube, eins ist weg oder abgestürzt oder was auch immer. Okay, das fliegt jetzt aber schnell. So, da haben wir es! So. Beeilen wir uns. Die Verteidigung der Festung kann nicht mehr lange durchhalten. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war das ja gut. Luftwaffe-Experte. So, tut mir leid, ich musste nur kurz schauen, wie lange der Part noch läuft. 5 Minuten haben wir mindestens noch, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ja, gut, die Landungsschiffe sind abgestürzt. Sehr cool. Ja, super. Ich habe hier einen Download abgeschlossen, was ich nicht wollte. Aber egal. Schön, Dryness ist das. Und jetzt haben wir die Mission abgeschlossen. Ach, Rico Rodriguez. Nur Rico. Zeit: 10 Minuten 22. Abgefeuerte Schüsse: 3571 getötet, 31 Kopfschüsse: 9 und Treffaktivität: 34%. Alter, ihr merkt einfach 3500 Schüsse. Normalerweise habe ich immer so 1000 Schüsse. Und trotzdem mit Treffaktivität von die 34. Das heißt, dieses Schiff haben wirklich 1 Million Kugeln ausgehalten. Schlimm. Na, Leute, das Wichtigste ist, dass wir die Mission geschafft haben. Und jetzt auf, heißt es, würde ich sagen, zur Festung. Juppidubidu. So. Es war übrigens ein sehr cooles Level. Fand ich jetzt echt. Also, das hat mir jetzt wieder gefallen. Also, der Anfang da, also der erste Abschnitt von dem Level, der hat mir gar nicht gefallen. Also da, wo wir diesen Fluss da hochlaufen müssen, und jetzt sieht es aus, als würden wir so einen Abschnitt schon wieder haben müssen. Aber der jetzt war echt lustig, also nicht lustig, aber der hat mir gefallen. So, gut. Also, mit dem Fluss auch, ich glaube, also irgendwie, das ist vielleicht doch nur Theorie, versucht das Spiel, glaube ich, unglaublich viele Kriegsfilme zu, also parodieren, das persiflieren, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, also zumindest eine Persiflage auf so Dinger zu sein. Oder zumindest Anekdoten oder wie auch immer. Also halt anspielen. Sagen wir einfach anspielen. Ich glaube, das ist leichter. Auf ganz viele Kriegsfilme, also, oder Kriegsszenen zumindest. Oh nein, das ist einer von denen. Das ist einer von denen. Das ist einer von denen. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod! Wieder unten. Alter! So! Alter, ich denk mir schon, was passiert da? Und der hat eine Granatwerfer gehabt, der Sack. So. Aber da ist er nicht alleine. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. Also zumindest, wir hatten ja diesen Normandie-Ansturm. Also es kann auch nur einfach nur sein, dass das Zufall war. Aber ja, warum denn nicht? Manchmal will man sich ein Spiel auch gut reden, glaube ich. So, ich würde sagen, wir nehmen uns das dicke MG mit. Dicke MG ist ja immer gut. Das finde ich echt scheiße an dem Spiel. Also, das ist auch ein Kritikpunkt. Sturmgewehre in diesem Spiel sind einfach schlecht. Also, okay, das Menschensturmgewehr ist ja noch ganz okay. Aber das Helgas-Gewehr, was man eigentlich immer hat, weil man kann ja hier nicht von den Menschen die MGs holen, man kriegt die ja immer noch von den Helgas, sind scheiße. Aber, also Sturmgewehre meine ich. Oh, das ist die Festung, oder?
Und aber die MGs in diesem Spiel sind einfach so übelst überpowered. Sie haben so gut wie. Sie haben einiges weniger Rückschuss als jedes Sturmgewehr. Helgast starten einen Großangriff auf die Festung. Wir gerieten auf dem Rückweg in einen Hinterhalt. Wir folgen ihnen zurück zur Basis. Du hörst dich irgendwie an wie ein Helgast. Naja, zumindest sind die NGs einfach um einiges besser. Sie haben keinen richtigen Rückschuss und sie sind um einiges stärker. So, aber jetzt haben wir Unterstützung der Menschen, das finde ich cool. So. Oh, achso, das doch nicht, ich dachte, das wären jetzt Menschen. Ich wollte ja gerade zu denen rüberhüpfen. Ah, meine Freunde. Ihr seid nicht meine Freunde, wer hat da einmal auf mich ballert? Hey, was zur Hölle? Komm da. Nein, ich möchte da nicht runter. Ich habe das Gefühl, wenn ich da runter gehe, sterbe ich. So, irgendwie erinnere ich mich an das. Das haben irgendwie, glaube ich, das ist so ein großes Flussgebiet. Dann gibt es so große Hügel und da unten ist so ein Fluss und so eine Holzbrücke. Ich erinnere mich daran. Da habe ich... Oh nein. Kann ich auf das eigentlich ballern? Ich will es gar nicht testen. Die Karte habe ich, glaube ich, schon mal Multiplayer gespielt. Also, ich habe ja ganz am Anfang schon mal erzählt, dass ich das Spiel eigentlich nur kenne. Also, früher gekannt habe. Weil ich das irgendwie mal mit einem Freund im Multiplayer gespielt habe. Also, auf dem Splitscreen auf der PS2. Wo man sich einfach dann gegenseitig mal mit Granaten abgeworfen hat. Sich selbst mit Granaten abgeworfen hat. Was immer so cool war. Das. Schade, ich wollte es gerne zeigen, aber der Typ tötet mich sonst. Die Granaten kann man ja in diesem Spiel aufladen, was ich irgendwie nie mache. Sollte ich eigentlich mal machen? Hey, ein Checkpoint! Tatsächlich, im letzten Level war schon wieder kein einziger Checkpoint. Ey, dieses Spiel auf hart durchzuspielen, ohne Checkpoint. Also ich zeig's dir das mal. Man sieht hier immer, piep, piep, piep. Und das ist immer sehr cool. So. Wenn man sowas hinkriegt, dann kann man, wenn man gut ist, dann kann man auch sowas hinkriegen. Und, was ist da? Warte, was ist das für eine Waffe? Hallo? Ach, das ist nur das Menschensturmgewehr. Nee, dann nehme ich lieber meinen Granatwerfer. Das ist zwar gar nicht so schlecht, aber nicht besser als die Waffen, die ich habe. MG ist super, andere MG ist noch besser und der Granatwerfer ist auch nicht gerade schlecht. Ja, also zumindest in den Abschnitt kenne ich ein bisschen. Also, zumindest aus dem Multiplayer. So, schlagen sie den Helders-Angriff zurück. Ach so, immer diese Kack-Angriffe. So, da ist die Festung, so wie es aussieht. So, muss ich das Ding jetzt abschießen? Hallo, bin da. Ah, schau, das war doch leicht. Schon haut es ab. So, ich hoffe, das sind jetzt keine Elite-Soldaten. Ja, ich glaube schon. Oder zumindest haben die schwerere Waffen. So. Ach. So, das war jetzt ein bisschen sehr riskant. Das finde ich cool. Also, dass mir irgendwie das mir hier ins Gedächtnis kommt. Apropos Elite-Typen, die ich nicht haben will. Einmal mal da draufballern, wo sich rot färbt. Kann auch nur ein Busch sein. Ah, vielleicht ist er auch ein Gegner. Ah! Der hört sich doch 1:1 an wie ein Helgast, oder bilde ich mir das ein? Muss doch mal down gehen! Da steht doch ein Typ dahinter, oder bilde ich mir das ein? So, aber jetzt haben wir die erhöhte Position. Oh nein. Und dafür sind das Elite-Typen. Ich wäre gerne auf der anderen Seite. So, das war jetzt. Komm, jetzt heißt das richtig schnell ballern. So. Bam! Sackgesichter. So. Man muss richtig bei dieser Waffe aufpassen, dass sie nicht überhitzt, weil es dauert. Also die Waffe ist sehr cool und sehr schnell, aber wenn sie überhitzt, dann dauert es erstmal wirklich sehr lange, bis sie wieder zurückgeht. So, das ist ein Mensch, ich dachte, das wäre Templer. So. Cool, da helfen uns wirklich die Menschen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, da. Gut. Der Typ ist auch weg und jetzt erstmal wieder zurück. Hinter einem Felsen verstecken. Ich weiß nicht, ob wir das Landungsboot abballern müssen. So, ich glaube, einen habe ich getroffen oder so. Nichts, was groß was bringt, aber naja, besser ist gar nicht. So. Bam! So, ich glaube, die sind schon wieder down. Einer meiner Männer öffnet ihnen die Tür und bringt sie ins Hauptquartier. Passen Sie auf! Möglicherweise sind bereits Helgast in der Basis. Gut, Leute, aber bevor wir erstmal da reingehen, würde ich sagen, ist es erstmal wieder Zeit, um einen kleinen Cut zu machen. Wir haben, so wie es aussieht, die Festung erreicht und das ist natürlich sehr gut. Und hoffentlich kann man dann die SD-Waffen deaktivieren. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich bin es, euer Demschimorphix, und bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao.